Okay, jetzt hab ich dich. Jetzt, das, ey, guck mal, wenn das nicht reicht. Na endlich! Na endlich! Papa ist sauer. Papa ist sauer. Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot, wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt und ich packe mal einen außergewöhnlichen Pick aus, einen, den man gar nicht so häufig sieht, zumindest nicht in der Top-Lane, und zwar Lee Sin. Lee Sin hat super geniales First-Blood-Potenzial, seine Q ist mega stark. Povrot, interessierst du dich eigentlich für Fußball? Wenn ja, was sagst du zu Lewandowski vorgestern? Fußball, naja, aber Lewandowski, ein polnischer Gott. Oh yeah, natürlich geht auch sowas nicht an mir vorbei. Lewandowski, der hat's gemacht, ey. 5 Buden in 9 Minuten, ey, das war so krass. Das habe ich tatsächlich gesehen. Also von daher, ab und zu schaue ich mir auch mal ein Fußballgame an, aber so wenn WM ist, wenn EM ist oder so, dann bin ich auf jeden Fall komplett dabei, dann fieber ich auch mega mit, natürlich meistens mit der polnischen oder dann auch mal mit der deutschen Nationalmannschaft, also gerade jetzt bei der WM, als wir Weltmeister wurden, naja, Polen war ja dann relativ schnell raus, dann habe ich natürlich mit den Deutschen mitgefiebert, aber es war schon ziemlich geil, also da macht Fußball mir richtig Spaß, ich habe früher auch viel Fußball gespielt. Aber irgendwie wurde es dann weniger, dann bin ich zu Basketball rüber, dann bin ich damals Skateboard und Inliner gefahren, noch mit Cavs sogar, auch auf der Halfpipe. Ja, das könnte ich jetzt nicht mehr, sonst hätte ich davon vielleicht noch ein Video machen können. Dann bin ich zu Karate, Kickbox, oh, ich habe viel gemacht, viel. Aber jetzt heißt es erstmal, den gegnerischen Jarvan zu zerstören. Er ist mein Gegner in der Toplane. Ich spiele Lee Sin jetzt auch mit Ignite, mit dem Langschwert, also mega aggressiv. Und ich hoffe, dass der Jarvan auch irgendwie im Early... Povrat, du bist ein polnischer Gott in LoL. Oh, ich liebe dich dafür. Ich liebe dich dafür, wenn man am frühen Morgen gleich mit der Community zockt. Und solche geilen Sachen hört. Das macht Spaß. Yo! Hab ich gesagt, Lee Sin hat First Blood Potenzial? Da sieht man's. Und er ist weg. Warte mal. Wie, der ist nicht weg? Nein. Das kann ich gar nicht glauben. Was? Ey, ihr habt doch gesehen, wie wenig Leben der noch hatte. Das muss doch ein Ignite regeln. Na toll, jetzt ist mein Ignite raus. Und er wird natürlich schön mit TP direkt wieder... Ja, da ist er. Das kann doch gar nicht wahr sein. Aber er ist einfach gleich schon wieder tot. Er ist immer noch Level 1, der Ärmste. Oh, da kriegt er nichts. Ich muss natürlich selber aufpassen, ob der gegnerische Jungler kommt. Und mit Lee Sin habe ich natürlich gerne eigentlich immer ein Trinket ready. Eieiei. Da kann ich nicht rangehen, Ach Mann, ich will nicht, dass der Jarvan tanky wird. Und deshalb wollte ich natürlich First Blood haben. Damit ich so einen schönen Damage Power Spike natürlich habe. Ey, das ist doch blöd. Der hat jetzt wirklich... Ich kann ihn noch kriegen. Ich werde ihn noch kriegen. Komm. Povrot, motivier dich selber. Oh, come on, ab geht die Luzi.
Oh mein Gott, und jetzt hat er mich. Und jetzt hat er mich. Oh, ho, 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 ho. Ich komm jetzt mit zwei Langschwertern. Jetzt ist Pavrot sauer. Ich werde ihn noch kriegen, keine Sorge, Leute. Gerade mit Level 6 hat Lee Sin richtig schön Damage. Wegen seiner Ulti. Guckt euch das mal an. 308. Alto Belly. Jetzt hat er mich gehabt. Jetzt hat er alles richtig gemacht. Und jetzt hat er sogar ein CS mehr als ich. Aber das alles, weil irgendwie mein Ignite nicht gereicht hat. Und die Szene muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Gucke ich mir dann auf jeden Fall im Nachhinein an. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher. Er hat nicht mal ein Level Up gehabt. Und er hatte nur eine Flask. Das kann doch im Leben nicht gereicht haben. So, pushen will ich nicht. Damit ich einen schönen langen Weg auch habe. Um ihn mit meiner Q auch zu treffen. Okay, es ist trotzdem gepusht. Was hat der sich jetzt gegönnt? Eine Pickaxe. Och komm! Da war schon wieder meine Chance. Quiet steps. Okay, jetzt hab ich dich. Jetzt, das, ey, guck mal, wenn das nicht reicht. Na endlich! Papa ist sauer. Papa ist sauer. Süß oder sauer? Okay, ab geht's zurück. So, Brutalizer ist ready. Und ich gönne mir nochmal zwei Tränke, weil doch diese Trades sehr anstrengend gegen ihn gerade sind. Das heißt, Brutalizer, zwei Tränke, wie gesagt, und dann geht's los. So, ich versuche jetzt vielleicht auch gleich nochmal schön mit meinem Trinket zu arbeiten. Vielleicht für meinen Kick zum Beispiel. Eine schöne Kombination ist ja, er ist ein Nahkämpfer. Und wenn ihr ihn mit der E trefft... Oh, was die Giovanni, du bist... Soll ich da dazukommen? Ich komme. Bait ihn. Okay. Uah! Das war schon gut. Na! Ah! Das war gut. Meine Q hätte da nur treffen müssen, natürlich. So, wo ist Jarvan? Der hat doch den Braten gerochen. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Vorsicht. Yes, Draven im Killing Spree. Das ist meine Community. Oh, yeah, buddy. Nice, Draven, was geht ab? 4-1. Er rockt. Jarvan hat sich dahin teleportiert. Nach unten. So, ich skille die Q hoch, weil ich hier eine ganz, ganz aggressive Lee Sin-Version spiele. Und die Q ist einfach Hammer. Macht übelst viel Schaden, dann noch 8% der gegnerischen fehlenden Leben. Das heißt, umso schwächer die Gegner sind, umso mehr Schaden macht er einfach. Und ich habe meinen Kick, den muss ich natürlich auch noch schön einsetzen. Und der Kick wurde sogar letztens gebufft. Das heißt, an allen weiteren Zielen... Wurde das umgesetzt, dass er 25% mehr Schaden macht? Ja. Schon mal schön geschwächt hier, den kleinen Jarvan. Okay, jetzt ist er erst auch Level 7. Er hat ja auch seinen Kill unten. Zwei Kills hat er einmal gegen mich und einmal das, was er gerade unten durch seinen TP gemacht hat. Vom CS her ist er nur ganz, ganz leicht hinten. Also auf jeden Fall noch ein ausgeglichenes Ding hier. Weg. Ne, da ist er.
was hat denn der jetzt? Okay, da habe ich ihn mit der Q nicht getroffen. Das ist natürlich der Punkt, wo ich dann auch traden kann. Alter. Wow, das hat wehgetan. Das hat aber richtig wehgetan. Das war eine Q von ihm? Noch eine! Ah, Jarvan, lass es. Okay, jetzt. Hip. Ich hab ihn schön aus seiner Ulti. Nein. Nein. Ich habe ihn schön aus seiner Ulti rausgekickt und dann mit der Q hinterher. Eieiei. Und was hat der böse Sinsau hier gemacht? Ah, ich hasse dich, Xin. Das hat er 1-0-0. Aber unser Draven, der wird das schon rocken. So, 2-2-1, 2-2-0. Das heißt, er hat sogar noch den Support mehr. Aber ihr seht, in der Lane selber ist Lee Sin einfach vom Burst her noch ein ganz kleines Tickchen vorne im Vergleich zu Jarvan. Aber Jarvan bringt natürlich später mit seinem Knockup. Er hat den Knockup ja jetzt nicht gehabt. Deshalb bin ich auch reingegangen. Ihr müsst natürlich ein bisschen den gegnerischen Champion einschätzen. Und er hatte ja seine Standarte schon nach vorne gesetzt. Das heißt, er hatte sie in dem Moment nicht. Ich konnte keinen Knockup kassieren. Und das war für mich genau der Punkt. Wenn ich alles treffe, wenn ich meine Q treffe, dann kann ich reingehen. Und die Q habe ich dadurch getroffen. Zum Beispiel auch jetzt wieder. Er hat seine Q schon verhauen und die hat mir ja eigentlich gerade ziemlich weh getan. Ah! Wow. Wow, 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 lieber weg, Junge. Lieber weg. Ich wollte eigentlich noch meine Q da auch treffen. Aber so wie jetzt. Oh, shit. Ich kann da nicht ran, weil ich ihn wahrscheinlich nicht töten würde. Oh Mann, wenn der jetzt seinen Knockup trifft, dann hat er die Chance, mich zu killen. Master yourself, master the enemy. Das ist hier ein Tänzchen. Und er wird jetzt seine Ulti auf jeden Fall vor mir haben. Das heißt, ich darf jetzt vor meiner Ulti nicht traden. Das Schöne ist aber, die Ulti von einem Lee Sin hat eine relativ kurze Abklingzeit. Halleluja. Und er weiß es ganz genau, das macht gerade echt Spaß, weil er auch einer ist, der weiß, wann er reingehen kann und wann nicht. Und er weiß ganz genau, dass er jetzt reingehen könnte. Oh komm, in den Tower. Oh, das reicht schon wieder nicht. Komm. Oh, ho, ho, ho. Du ultist mich so weg. Oh, komm, Junge. Alter, das war bitterböse von ihm gemacht. Was gönne ich mir als nächstes? Ja, Tiamat, herrlich. Tiamat hilft mir auf jeden Fall nochmal im Traden. Ist ein Auto-Attack-Resetter. Hat diese schöne aktive und auch passiv kann ich schneller pushen. Aber er steht jetzt 3-2, ich stehe 2-3. Und er fängt jetzt an, Tanky zu bauen. Rüstung. Wow, Rüstung über Rüstung. Oh nein, ey. Eigentlich cool gedacht. Ich hatte, dass er seine Ulti da direkt auf mich drauf prügelt, das hätte ich nicht erwartet. Aber das regeln wir gleich schon noch. Sejuani. Aha. Slow ist auch drin. Ich glaube, du kannst ihn ruhig verfolgen. An enemy has been slain. Unstoppable. Ich verfolge den mal selber. Hier ist er nicht. Ist Xiniboy hier?
auch nicht? Ach, please. Einfach mal schön ins Team gekickt. Ah, das war easy. Ich wollte eigentlich die Jinx auch schon mit meiner Q treffen. Aber das hat es leider nicht sein sollen. So, aber wir haben das im Griff. 5 zu 16. Ich würde gerne noch ein bisschen gegen den Jarvan fighten. Aber der ist auch gar nicht mehr in der Top-Lane. So, und hier. Oh. Wow, das hat er überlebt. Das hat er überlebt. Nicht schlecht. Hallo, mein Freund. Ist tot. Wow, hier haben wir noch einen, der sterben will. Oh, und habt ihr es gesehen? Hier hat Tiam hat mir super geholfen. Tiamat hat nämlich genau für den Auto-Attack-Reset und für den zusätzlichen Damage gesorgt. Ich roam mal ein bisschen rum, oder? Kann die Jinxie hier irgendwo sein? Nee, nee, boah! Aha! Find your center. Ah. Das war doch wieder so close. We do what we must. Ups. Da bin ich mal weg. Bin ich doch mal lieber weg. Oh, dafür ist Draven jetzt auch weg. Nein, ist... Nein. Nee. Nee. What? Ich wusste, dass ich da komme. Ne. Oh. Die kleine Jinx, wie sie sich einfach immer wieder jemanden nur mit ihrer Ulti weggreift. Okay, der ist auch so weg. Der BC! Hallo BC, bist du out of position? Oh, warte mal. Was? Was? What? Was macht der für Schaden seit? Wann kann Draven so klar gegen Xin? Ja gut, 15-3. Ich verstehe. Xin hat 30 CS, okay. Oh, oh, da kriegt er mich gegrapscht. Da kriegt er mich gegrapscht. So, was gönne ich mir als nächstes? Offensiver Lee Sin. Das heißt, entweder Ravenous Hydra oder, es wird mir nicht mal empfohlen, das BF-Schwert. Wenn man sich das BF-Schwert schon leisten kann, dann gönne ich mir das auch gerne. Oh.
Und ich gönne mir auch gerne noch ein Ward, glaube ich. Oh, was geht ab? Überlebt er? Ah, okay, er überlebt. Er wollte nur noch ein bisschen poken. Aber unser Draven. FTO The Feeder. The Eater. The Eater. Alter. Nee. Na, okay. Das wäre jetzt doch zu viel gewesen. Krass. Oh oh, oh oh, zu viel Solo. Oh, dann kriege ich den. Er ist zwei Level über mir, hallo? Trotzdem mache ich den gleich noch platt. Komm! Das reicht. Yes! Der war aber doch noch überraschend strong. Alter, der war echt noch überraschend stark. So, aber er hatte seine Ulti auf Level 2 zum Glück, und er hat zum Glück seine Ulti gerade schon benutzt. Dornpanzer, Alter. Der ist ja verrückt. Oh. Ja, nochmal das Q einfach in den Busch schießen, falls sich da doch noch wer auffällt. So, wie sieht's aus? 1400 brauche ich eigentlich hierfür und 800 für mein Vampiric Scepter. Dann gönne ich mir das jetzt auch. Zack, dann haben wir es schon. Und ihr seht, ich skille hier wirklich mega aggressiv. Die Q als erstes, die E als zweites, die W vernachlässige ich völlig. In einem defensiven Matchup könnt ihr aber sogar die W benutzen, weil die W euch mega viel Lifesteal bringt. Und ihr dann mit euren Fähigkeiten... Ne, warte mal. Lifesteal und Spellvamp, das heißt mit euren Fähigkeiten und mit den Auto-Attacks regeneriert ihr wirklich eine ordentliche Portion Leben. Ich habe da schon Matchups gespielt, zum Beispiel Udyr gegen Lee Sin in der Top-Lane. Ist ein außergewöhnliches Matchup, aber auch das funktioniert dann, dass ihr die W zum Beispiel hochskillt und euch jedes Mal mega regeneriert. Also genauso wie es Udyr zum Beispiel mit seiner Schildkröte macht. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, ihr könnt in die Kommentare gerne schreiben, was ihr so für Skillmöglichkeiten seht auf einen Toplane und natürlich auch auf einen Jungle Lee Sin, wobei ein Jungle Lee Sin, da ist es eher begrenzt, aber gerade in der Toplane, ob ihr jetzt gegen einen Tank spielt, ob ihr selber Lee Sin als Tank vielleicht spielt, das geht nämlich auch, dass man viel mit seinem Kick einfach nur arbeitet, dass man engaged. Also es gibt eigentlich einen super vielseitiger Champion, einer der auch mega viel Spaß macht, aber was wirklich am meisten Spaß macht, ist natürlich dieser komplette Damage Lee Sin. Er cleart schnell. Ich bin noch ein Level unter Jarvan. Find your center. Jinxie, du willst doch genau hier lang, ich hab's doch gesehen. Oder hier lang? Da ist sie. Da ist sie, ich warte noch mal kurz. Da ist sie! Also sie haut sofort ab. Einen habe ich bekommen, aber ich wollte sie alle kicken. Ich... Wow. Huhuhu. Dann hat der Kick jetzt gesessen, Baby. Oh yeah, Buddy. Nice, und wir haben sie geaced. Ich denke, die können das jetzt so langsam surrendern. Ich gehe zurück.
Ich will das natürlich noch nicht beenden. Ich gucke mal, ob der Blue Buff da ist. Nee, leider nicht. Dann gucken wir nochmal hier in der Lane vorbei. Eine schöne Minion Wave. Und guckt euch das jetzt an. Bob. Oh, shit. Der hätte mich haben können. Mit seiner Ulti und mit seiner Knock-Up-Kombination. Ich wollte ihn einfach nur weghaben. Aber leider hat das nicht mehr gereicht. Der ist einfach jetzt auch zu tanky. Der baut viel Rüstung. Oh, oh, kann das daran liegen? Was haben wir denn für ein Team? AD, 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 AD. Aber Sejuani ist AP und sie baut auch ein bisschen AP. So, 1000. Jetzt, aha, hier gibt es noch was zu verlieren. So. Ich habe jetzt 1700. Was ich jetzt als erstes gerne fertig baue, ist natürlich Ravenous Hydra. Und danach vielleicht ein Last Whisper. Oder daraus könnte ich natürlich auch noch einen schönen Blutdürster bauen. Also auf jeden Fall ein schön unkonventionelles Ding. Aber was mir gut gefällt, ist natürlich auch auf dem offensiven Lee Sin Cooldown Reduction Boots, weil eure Q so mega wichtig ist. Weil die ganzen Fähigkeiten euch auch richtig schön Mobilität geben. Und das könnt ihr eben dadurch noch verbessern, indem ihr Cooldown Reduction Boots, ihr seht auch durch meine Runen und Meisterschaften, ich komme jetzt insgesamt schon auf 40%, also auf das Maximum. Ich habe 4,3 Sekunden nur auf dem Q, das wirklich mega viel Schaden macht. Zieht es euch mal rein. Wir haben hier über 300, wir haben hier fast 700 Schaden plus nochmal 8% der gegnerischen fehlenden Leben. Das ist einfach zu viel für jeden squishy Carry, den die Gegner haben. Ey, oh shit! Das war mein Fehler. Wow! Das hat er nicht gemacht. Yes! Yes! Der Damage ist halt manchmal überraschend. Yes! Und auch Yasuo kam noch zur Hilfe. Yes! Yes! Nein, nein, nein! Ulti mich nicht! Ulti mich nicht, Junge! Ulti mich einfach mal nicht! Ich überleb's! Ich überleb's! Ja! Wie geil! Und schon wieder sind die Gegner geaced. Sie haben den armen Thrashikovsky gechased. Und was für ein geiler Move. Hier ran und weg. Hat er wirklich schön gemacht. Saubere Sache, Leute. Blutdürster. Ist schon ganz geil. Gönne ich mir auch. Und Homeguard Boots. Und ihr seht ja, mein Trinket verändere ich gar nicht. Das liegt daran, weil es mir einfach... Also ich könnte höchstens das Warding-Trinket verbessern, so dass ich weiter Wards stellen kann. Aber das ist für mich halt wichtig. Das ist für mich wichtig, als Lee Sin immer mal ein Ward stellen können. Ich weiß, diese Mechanik, die muss man optimieren. Das ist auch nicht eine Sache, die man gleich im ersten Spiel schon wieder früh am Morgen perfekt drauf hat. Aber wenn man das kann, dann dieser Champion ist einfach wirklich super mobil. Versuchen wir hier noch irgendwo. Oh. Der Heartbeats quicken. The enemy's inhibitor is respawning soon. Ah,
Wollt ihr sehen, wie Jinx zerplatzt? Boom! Einfach nur genial, dieser Damage Lee Sin. Schön wieder mit der Q aus der Entfernung erwischt. Jetzt können die Gegner surrendern. Jetzt ist das definitiv gelaufen. Wer lebt von den Gegnern? Gleich Jinx. Sie hat mir gehört. Und ich habe einen Execute, weil sie mich nicht angegriffen hat. Es hat sich gelohnt. Ein tolles Spiel, Leute. Ein tolles erstes Game wieder mit der Community am frühen Morgen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend jetzt, wenn ihr gerade aus der Schule gekommen seid. Ich bin euer Paul Wrott, jeden Tag für euch da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.